Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Freude, ein Bluebricks Pro, die Burg Hohenzollern. Das Ding hat 8.933 Teile, ganz langsam, fast 9.000 Teile. Und das ist, wird mit Sicherheit nicht nur Kleinfisselkram sein. Die haben angegeben Alter 14 plus. Ja, das ist die Artikelnummer 105084 für 299 Euro. Das hört sich erstmal viel an, relativiert sich. Ich zeige mal die Kartongröße, weil die ist wahnsinnig beeindruckend. Das ist meine alte Patschhand dazu, ja. Das ist ein Riesenkarton. Den habe ich diesmal tatsächlich auf meinen Beistelltisch, nenne ich den immer hier, meinen Nebenantisch gestellt. Weil der passt noch nicht mal unter meine Scheinwerfer drunter. Und dann haben wir die tolle Rückseite. Hinten der Ahnsal, das habe ich in dem Produktvideo von denen schon gesehen. Das, was hier rot und blaue Punkte sein sollen, das ist der Stammbaum von den Herren zu Hohenzollern. Heißen die zu Hohenzollern? Keine Ahnung. Auf jeden Fall faszinierend. Also das Ding, da werde ich viel Freude haben. Ach ja, zum Preis nochmal. Das letzte Mal, wo ich so einen riesen Karton hier hatte, in dieser wahnsinnigen Größe, übrigens, Entschuldigung, lieber DHL-Mitarbeiter, dass du immer die schweren Sachen schleppen musst, hatte ich den Millennium Falken. Der war in etwa genau derselbe, genauso große Karton, hat in etwa dasselbe Gewicht gehabt und hat etwas mehr als das Doppelte gekostet. Insofern geht der Preis schon mal in Ordnung. Ach ja, ein Bluebricks Pro. Langsam reden, Michael, langsam reden. Bin halt aufgeregt. Da drin wird eine Anleitung sein und ich hoffe auch Baugruppen. Aber das wird sich gleich feststellen. In dem Karton drei Kartons. A, B und C. Und ich befürchte, das nützt uns überhaupt nichts, dass es die Kartons A, B und C gibt. Weil die letzten Male, wo ich A, B und C hatte, war die Baugruppe 1 in den Tüten A, B und C verteilt und so weiter. Also gut, weiter auspacken. Das erste Teil, was ich ausgepackt habe, aus dem Karton A. Baugruppe 7, eine Tüte, ein Teil. Ich vermute mal, das haben sie irgendwann beim Probebauen festgestellt, dass noch ein Teil fehlt und deswegen ist das da zusätzlich reingekommen. Amüsiert mich halt immer ein bisschen. Also, im Karton 1 war ein Paket Plates. Was sind das? 16x16 oder so? Müsste, glaube ich, sein. Keine Lust nachzuzählen. Die Bauanleitung. Alles das, was man bereits gebaut hat, das baut man. Das hat man gebaut, ist ein bisschen ausgeblasst. Finde ich gut. Das ist eine Bauanleitung, da kannst du auch Leute mit erschlagen. Aber total witzig. Es waren, also wir haben einen Karton, in den Karton waren Kartons und in dem Karton eine kleine Tüte habe ich eben gezeigt und zwei große Tüten. Aber jetzt denk nicht, dass in dieser Tüte alles drin ist, was Baugruppe 1 ist. Natürlich nicht. Ich sehe jetzt schon 1 und 2. Aber das ist doch witzig, oder? Das gibt eine riesen Plastikschlacht. Also, ich bin noch am Auspacken. Das eine ist es ein nicht beschriftetes Paket. Da sind Werkzeuge drin, grüne und graue. Ich vermute mal, da wird man nur irgendwie einen Hammer, eine Schere oder irgend sowas von brauchen. Oder irgendwelche Deko-Sachen. Das nächste ist, da waren bis auf das eine Bauteil mit der 7 drauf, nur die Tüten der Baugruppe 1, 2 und 3 drin. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Ich vermute mal, ich bin vorsichtig optimistisch, dass in den in B dann 4, 5, 6 drin sind und in dem anderen 7, 8, 9. Ich habe eh keinen Platz. Also das ist ein Riesenberg. Was aber witzig ist, normalerweise ist bei Bluebricks so, wenn in einer Tüte, also das ist sowieso bunte Tüten. Aber wenn in einer Tüte, sag ich mal, hier Plates einmal zwei drin sind, dann sind die nur in dieser einen Tüte drin. Ich werde in keiner anderen Tüte ein einmal zwei in der Farbe finden. Normalerweise. In der einen Tüte ist hier so ein bisschen Kleingemüsekram drin. Und diese Verbindungsnupseldinger. Und es war zusätzlich noch, und zwar gekennzeichnet mit der 1, eine komplette Tüte drin mit diesen einer Nupseldingern. Naja, sei es drum. So, alles das, was in den Tellern ist, ist Baugruppe 1. Und in den Tellern, ihr kennt das bei mir, sind teilweise wieder hinten bis zu drei Tüten mittlerweile drin. Das ist schon mal ein Riesenhaufen. Ich habe Bausätze gehabt, da hatte ich die Gesamtteilezahl weniger als das, was eine Baugruppe ist. Dann die Anleitung.
Ich roll mal zurück, damit man da mal die Dimensionen sieht. Also mein Schreibtisch ist, wie gesagt, also mein Basteltisch, kennt ihr ja, das ist nicht der kleinste, ne? Da ist also schon richtig Platz drauf. Boah. Gefühlt ist so ein Viertel schon fast weg, nur für die Anleitung. Ah ja, 12. Die Baugruppen 12. Und die Fläche da vorne, ungefähr genauso groß wie die Anleitung, die muss ich mir lassen, weil das wird die Fläche, die die Burg später einnimmt. Das Gute ist, ich werde schon gleich in der ersten Baustufe die Gesamtgröße, also die Abmaße, Länge mal Breite haben. Und das gefällt mir gut. In Baustufe 3 gibt es nur ein Modul. Und wir bauen zuerst außen drumherum. Und in Baustufe 8 fangen wir an, die Burg innen rein zu machen. Ich hoffe, dass das diesmal mit den Toleranzen einigermaßen hinkommt bei denen. Weil genau diese Bauart, außen um zu bauen und dann erst die Mitte, hatte ich bei der Burg Elst. Da bin ich bald wahnsinnig geworden. Vielleicht sind ja die Toleranzen der Bausteine besser. Ich lasse mich mal überraschen. Ich gehe da ganz unvoreingenommen rein. Eins steht fest, wenn das Ding fertig ist, das ist ein Riesenteil und wird für meine Verhältnisse wahnsinnig toll aussehen. Ihr kennt das, ich baue Baugruppe für Baugruppe. Wenn es was Besonderes zwischendurch gibt, sage ich Bescheid. Ah ja, eine Besonderheit noch eben. Da sieht man, da steht was mit. Ne? Das, es gibt keine Aufkleber. Alles, was irgendwann mal bedruckt ist, werden Prints sein. Das Ding baue ich nicht an einem Tag. Das steht schon mal fest. Juhu! Ich bin beim Bauschritt 1-5. Kein Meckern. Ich mache mir nur mal Gedanken und das muss erlaubt sein. Wenn das nicht erlaubt ist, dann guckt euch andere Videos an. Also, dieser Teil, den wir eben gebaut haben, haben wir da reingemacht. Da sind hier, da, da, da und da jeweils diese schwarzen Pins drin. In diesem Teil, was da jetzt gegen gedrückt wird, ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, sind hier 1-2 Pins drin und hier kommen keine Pins rein. Ich drücke das zusammen. Ja, hier bewegt sich das jetzt im Moment. Und da kommen später Baseplates rüber, da wird sich gar nichts mehr bewegen. Und hier kommen auch später noch irgendwelche Technikbricks vor, da wird sich auch nichts mehr bewegen. Aber die Frage darf doch erlaubt sein, warum da Pins sind und hier nicht. Hier Pins hätte Sinn gemacht. Aber ich baue das so, wie das soll. Und ich weiß, es wird am Ende total stabil sein. Und das, was ich hier mache, ja, der eine sagt, ich bin der Mecker. Nee, das ist einfach nur mal anmerken. Das muss erlaubt sein. Und zwar auf sehr, sehr hohem Niveau anmerken. Weil diese Burg bis jetzt, das, ich habe noch nicht viel gebaut. Die Klemmkraft und das, wie das zusammengehört, ja, Klemmkraft bei Technikbricks, haha, die ist trotzdem sensationell. Ich bin jetzt schon richtig froh darüber, mir das Ding gekauft zu haben. Mann, Mann, Mann. Manchmal muss ich auch über mich selber schmunzeln. Ich habe eben zwei 8x16 Plates gesucht. Also so eine 8x16 ist ja nun wirklich nicht gerade klein. Also das ist eine 8x16. Ne? Ja, aber da kann doch nicht angehen. Wo ist denn das blöde Ding jetzt wieder geblieben? Nee, ist klar. Auf den 16x16 Plates waren die genau nebeneinander drauf. Und wenn schwarz schön aneinander liegt, dann kann das schon mal sein, je nachdem wie das Licht drauf fällt, dass man die Verbindungsnaht, also da wo das, Verbindungsnaht, also die Naht, wo das offen ist, nicht sieht. Total witzig, ne? Vielleicht geht das ja auch jemand von euch, dass er so ein Ding sucht. Guckt auf den 16x16 nach, das fand ich jetzt witzig. Und zu Beginn Baustufe 1,24 kann man die Dimensionen abschätzen. Das Ding wird riesig gut. 60 cm sind halt 60 cm, was die mal angekündigt haben. Bauschritt 1,37. Also es gibt anscheinend hier insgesamt drei Grüntöne. Einmal dieses Art Olivgrün, nennen wir es mal. Dann das Dunkelgrün und da gibt es wohl noch ein Zwischengrün. Das Dunkelgrün und das etwas hellere Grün scheinen wohl auch schwer zu unterscheiden sein. Aber Bluebricks ist clever. Die Teile sollen verbaut werden, mit einer 2 gekennzeichnet. Hier braucht man nur rüber gucken. Aha, die 2, mal eben geguckt. Ah ja, super, das ist das dunklere Grün. Und schon gibt es keine Verwechslungsgefahr. Daumen hoch, Spitze. So, Baugruppe 1 ist fertig. Das sind die Teile, die über sind. Und dieser... Also er sieht wirklich toll aus, Teiletrenner. Er sieht wirklich witzig aus. Ich benutze aber leider den lieber von Lego. Ich habe mich an dem gewöhnt. Ist aber auch ja egal. Das Ding funktioniert genauso. Ich brauche eigentlich nur diese Seite ab und zu, falls ich mal wieder verbaut habe. Also das ist über.
67 Seiten von diesem Schinken haben wir weg. Das Ding hat über 350 Seiten. Burkun Zollernd steht schon mal dran. Und zwar als Print. Das ist super. Und wir haben angefangen, die Platte zu bauen, die Grundplatte. Damit sehe ich schon mal, wie groß das ganze Ding wird. Und wir fangen langsam an, den Burgberg so zu bauen. Ganz zu Anfang musste man das mal ein, zwei Mal so ein bisschen hin und her drehen, aber seit mir bestimmt 50 Seiten musste ich dieses ganze Ding nicht einmal drehen und das ist auch gut so. Also von der Bausache her hervorragend. Die Klemmkraft der Steine spitzenmäßig. Was mir ausgesprochen gut gefällt, ist, dass auch sehr, sehr häufig sogenannte Standardsteine meiner Kindheit und Jugend verwendet werden. Und zwar der ganz normal 2x4. Da war ein ganzer Schwung von drin. Und allein wenn ich das Ding in der Hand habe, es fühlt sich einfach nur klasse an. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und wie ihr seht, ja, es sind unterschiedliche Farben da drin. Teilweise auch hier im Unterbau. Da bräuchte man keine unterschiedlichen Farben rein theoretisch. Ist aber total toll. Dann weiß man immer noch mal, wo in etwa muss der Stein hin. Die Anleitung lässt überhaupt keine Zweifel offen, was man da zu bauen hat. Aber die Farben, die da verbaut sind, sind wenigstens aufeinander abgestimmt. Das heißt, ich laufe nicht schreiend weg, weil da irgendwelches Pink oder Quietschgelb oder sonstige Farben drin sind. Also bis jetzt sehr, 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 sehr gut. Ja, andere sagen, ja, man kann das auch als Teilespender verwenden, aber wollen wir ehrlich sein, das Ding baut man sich einmal auf, stellt sich hin und freut sich. Bauschritt 2.10 bis 2.16. Wir bauen ein kleines süßes Modulchen, wie auch immer. Ups. Kriegen wir das mit einer Hand hin? Naja, so halbwegs. Und schwupps, da ist es hingekommen an der Seite ran. Hervorragend. Ich liebe diese Modulbauweise total. So, bis zum Bauschritt 253 haben wir mehr oder weniger immer alles aufgebaut. Mal hier zwei, drei Steine hin, da welche hin, da welche hin, hier welche hin und so weiter. Bei Bauschritt 254 fangen wir jetzt wieder an, ein Modul zu bauen. Und das finde ich ausgesprochen gut. Ich sagte ja bereits, ich liebe Module. So, das ist in der Baustufe 2 über. Da geht auch mit der Helligkeit. Das haben wir gebaut. Also wir bauen so langsam den Berg von der Burg. Wir haben, wo ist es? Hier einmal was über Eck so ein bisschen hält. Aber das hält, also beweglich, aber trotzdem drinne. Und dieses ganze Gedöns hält im Moment nur da, an der Stelle, aber das wird gleich überbaut. In Stufe 3.1 wird die Stelle, die ich eben gezeigt habe, mit einer 4x4 festgemacht. Und dann bauen wir im Grunde genommen bloß ein Geländemodul. Und dafür haben wir diese ganzen Teile zu verbauen. Auf geht's! Bauschritt 3.139. An dieser Stelle hätte ich ein 2x4 in Braun verbauen müssen. Irgendwie hatte ich nur noch einen in Sandfarben. Das heißt, Eugenie habe irgendwo in diesem Gelöt oder hier irgendwo drinne einmal die Farben vertauscht. Da das hier drinne aber nicht auffällt, wo das ist und das hier drin auch nicht auffallen wird, ob das jetzt dunkelbraun ist oder dieses Nougat-Mehlfarbene ist, lasse ich das so. Nichtsdestotrotz, es könnte auch sein, dass tatsächlich der Stein in der falschen Farbe geliefert ist, aber ich wollte mal ganz ehrlich sein, da bis jetzt alles gepasst hat, die Klemmkraft passt, die Farben passen, bleibt nur noch der zweite Unsicherheitsfaktor neben dem Bausatz, nämlich dem Michael. Das heißt, ich und ihr habt tatsächlich mal wieder Farben verwechselt. Bleibt so. Im Bauschritt 155 werden diese Bügelperlen da reingenupzelt. Und ansonsten war bei Bluebricks, bei diesen größeren, teuren Sets, immer so ein blauer Bügelperlen-Aufnupzelstab dabei. Diesmal nicht. Aber mal ganz im Ernst, wer das Ding baut, das ist nicht dessen erster Bausatz. Der hat von diesen Bügelperlen-Aufnupzeln eh noch ein paar Millionen Stück von über. Und ich persönlich benutze am liebsten den von Kobi. Der passt am besten. So, das ist im Moment über nach drei Bauchstufen.
das Teil. Und das Teil haben wir bis jetzt so gebaut. Und dass ich die Farbabweichung bei dem einen Stein hatte, das sieht man schon gar nicht mehr, weil der völlig verbaut und untergebaut ist, habe ich ja gesagt. Irgendwo habe ich da einen Stein vertauscht. Ist nicht weiter wild. In der Baustufe 4 bauen wir an den Dingern weiter. Und am Ende frickeln wir das da irgendwo ran und dann sieht das schon mal aus wie ein Burgberg. So, Bauschritt 4, 62, es wird spannend. Das, was wir bisher gebaut haben, da rein. Das heißt, einerseits muss da was rein und da was rein. Dann wollen wir mal sehen, wie genau wir gearbeitet haben. Das ging ja nun mal besser als erwartet. Das ist ein Führungsding, der liegt im Grunde genommen, hat mit nichts Verbindung. Verbindung. Da irgendwo auch führungsmäßig rein. Im Grunde genommen steckt der hier drin. Und das Ganze liegt nur im Grunde genommen auf. Hält durch Schwerkraft, also um 180 Grad drehen, fällt raus. Aber warum sollte man das machen? Aber das Ganze ist schon mal sehr solide. Hält besser, als ich befürchtet, als ich gedacht habe. Also ich bin richtig gehend begeistert. Das gefällt mir richtig gut. Nichts damit hält nur mit Schwerkraft. Bauschritt 464. Dadurch, dass hier der 2x8er drauf kommt, wird diese ganze Mimik, die da eben reingesteckt wurde, arretiert. Hier, da geht nichts mehr hoch. Aber dran hochheben kann man die Burg nicht, davon mal ganz ab. Aber das ist vollkommen durchdacht. Das ist richtig klasse. So, das Licht scheint mal wieder ein bisschen blöde rein. Müssen wir mitleben. Baugruppe 4 ist fertig. Ich habe zwei große Teile über. Das macht mich ein bisschen stutzig. Bisher hatte ich nie große Teile über. Aber vielleicht gibt sich das noch irgendwann und ich finde irgendwann nochmal, wo die hin müssen. Die behalte ich mal im Hinterkopf. Ansonsten, hier drin ist einiges weitergegangen. Oh, das Licht ist echt gruselig. Und hier ist so ein bisschen weiter. In Baugruppe 5 wird hier der Berg weitergebaut. 553. Mit diesen zwei Aufnahmen da rein. So sieht's aus. Wie sagt man so schön? Flutsch. Und das Ding war drinne. Ja. Sehr, sehr viele unterschiedliche Bauphasen und Bauschritte und irre. Aber das passt. So. Über habe ich das und das, aber das kann nicht über sein. Da habe ich bestimmt aus Versehen eine falsche Tüte aufgerupft. Das packe ich mir mal zur Seite, weil hier sind Teile bei, so wie dieses hier. Habe ich ja überhaupt noch gar nicht gebraucht. Dann warte ich mal, mit denen warte ich mal. Ja, und das habe ich ja eben gezeigt, so sieht's aus. Weiter geht's mit Baustufe 6. So, mit dem Bauschritt 669. Das ist dieses ganze Gedöns. Haben wir das geschlossen. Der flutscht da nicht ganz so gut rein. Aber das war eigentlich auch zu erwarten. Das ist eigentlich immer so, zumindest bei mir, dass das letzte Teil, wenn ich so ein Oval, Eck, Kreis zusammenbastel, dass das irgendwo nicht flutscht. Dann hatte ich auch noch einen Teil verkehrt rum drin. Dann soll das wohl auch nicht passen. Aber jetzt passt das. Bisschen schieben, bisschen ziehen. Und dann hat das schwupp gemacht und war drin. Also bis jetzt sieht das sehr, sehr schön aus. Aber wie gesagt, 6 Baugruppen, 69 Unterschritte. Wir haben noch nicht einen Teil der eigentlichen Burg gebaut, außer vielleicht hier diesen Aufgang. So, 616, das hat ausnahmsweise mal keinen Spaß gebracht. Also das hier irgendwie reinzubauen, das war ein Gefrickel. Um das reinzukriegen, habe ich das wieder rausgebaut, das wieder hinzukriegen. Jetzt ist das alles drinne. Aber wo mal alles in der Welt das Teil wieder rausgeflutscht ist. Das weiß ich nicht. Das habe ich irgendwo rausgebrochen. Das war da schon drin und jetzt ist das dann nicht mehr drin. Ich habe keine Ahnung, wo das geblieben ist. Ich vermute mal irgendwo hier, irgendwo in diesem Durchgangsbereich. So, und damit das Teil mir nicht verloren geht, werde ich das einfach innen drin irgendwo reinpacken. Ich weiß, dass das irgendwo reingehört. Ich weiß nur nicht, wohin. Ärgerlich. So, Baustufe 6 ist fertig. Da muss ich aber sagen, da habe ich aber schon mehr Freude gehabt an diesem Ding. Also,
Also wir haben dieses Gelöt da irgendwie rangebaut. Das ist ein Figelinschen Scheiß gewesen. Darf man Scheiß sagen? Ich darf das. Ich darf alles. Hier ist ein Kasten rangebaut. Und das Ding ist rangebaut. Ich vermute mal, das soll tatsächlich so als leicht illegale Bauweise so leicht mit schräg, weil anders passt das da auch irgendwie gar nicht rein. Puh. Also, das war mäßig spannend. 5 Bauschritte haben Spaß gemacht. Einer nicht. Mir nicht. Muss ich extra sagen. Es gibt sicher den einen oder anderen, der sagt, boah, das ist eine Herausforderung. Jede Menge unterschiedliche Bauarten, rechts rum, links rum, außen quer durchs Auge durch. Gut. Wenn es allerdings erstmal drin ist und ja, der Blutdruck wieder runtergegangen ist, dann sieht das auch wieder gut aus. Und man kann erkennen, also man geht hier so hoch, hier irgendwie durch, schlängelt sich da 2, 3, 4, 5 Mal rum, bis man irgendwann da oben ist. Ja, das hat er, ist sehr gut wiedergegeben worden. Trotzdem, das war anstrengend, zumindest für mich. Also wenn ihr das Grau mit den weißen Einern da unter bei 7,58 einbaut, ganz wichtig, bei dieser Konstruktion hier vorne und darunter irgendwie die Finger unterhalten und Gegendruck aufbauen, weil sonst fällt euch das hier, also dieses Teilchen mit dem Ding, des Öfteren runter. Ist mir 3-mal passiert und naja. Kommt ja später kein Gewicht drauf. Nur beim Zusammenbauen ist das irgendwie ein bisschen doof. Man muss immer einen Gegendruckpunkt finden. 6,97, 6,98. Das Teil hier ist so ein Riesending. Das wird reingeflutscht. Man muss hauptsächlich darauf achten, dass der an der Stelle richtig setzt. Und dann klappt das auch. Dann fällt der da mehr oder weniger rein. Ein Problem hatte ich, was die Klemmkraft von Steinen betrifft, aber vielleicht ist das bei euch anders. Dieses Ding soll auf ja, so Stangen raufgesteckt werden. Und nun ist das aber so, dass diese Pnöpsels, die hier drin sind, eine höhere Klemmkraft haben als die Pnöpsels, die da hinten verbaut sind. Ich habe die Stangen praktisch wieder rausgenommen, habe die erst an dieses Ding reingemacht und dann da reingedrückt. Schlau wäre gewesen, wenn ich es gefilmt hätte, hätte ich das besser zeigen können, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das Teil war jetzt wiederum wieder mal klasse. Das hat wiederum richtig Spaß gemacht zu bauen. Puh, Baustufe 7 ist fertig. Ich auch. Also das ist hier alles ein Gefrickel und Gemache. Wenn es fertig ist, sieht es bestimmt gut aus, aber was mich wirklich stört ist, ich baue erst außen den ganzen Kram drauf und versuche dann den ganzen Mist in die Mitte reinzuquetschen. Das hat mich damals bei der Book Eld schon fast in den Wahnsinn getrieben. Das wäre doch viel einfacher, glaube ich, wenn man von der Mitte nach außen bauen würde. Naja, irgendwo ist mir ein dreieckiges Teil abgefallen, da weiß ich noch nicht mal, wo das geblieben ist. Ja. So soll das hier sein. Hier ist eine Lücke. Ich weiß nicht warum. Das Teil, das wird da einfach nur reingesteckt. Das hat überhaupt keine Noppe. Also Baustufe 6, 7 hat mir wenig Freude gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Baustufe 1 bis 5 war super. Das nach wie vor ist nicht so meins, aber soll's. Mal sehen, wie jetzt die letzten Baustufen werden, weil man mag es kaum glauben. Jetzt Baustufe 8. Man fängt tatsächlich mit der Burg schon an. Puh, Baustufe 7 ist fertig. Ich auch. Also das ist hier alles ein Gefrickel und Gemache. Wenn es fertig ist, sieht es bestimmt gut aus. Aber was mich wirklich stört ist, ich baue erst außen den ganzen Kram drauf und versuche dann den ganzen Mist in die Mitte reinzuquetschen. Das hat mich damals bei der Book Eld schon fast in den Wahnsinn getrieben. Das wäre doch viel einfacher, glaube ich, wenn man von der Mitte nach außen bauen würde. Naja, irgendwo ist mir ein dreieckiges Teil abgefallen, da weiß ich noch nicht mal, wo das geblieben ist. Ja. So soll das hier sein. Hier ist eine Lücke, ich weiß nicht warum.
Das Teil, das wird da einfach nur reingesteckt, das hat überhaupt keine Noppe. Also Baustufe 6, 7 hat mir wenig Freude gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Baustufe 1 bis 5 war super. Das nach wie vor ist nicht so meins, aber soll's. Mal sehen, wie jetzt die letzten Baustufen werden, weil man mag es kaum glauben. Jetzt Baustufe 8, man fängt tatsächlich mit der Burg schon an. Das ist an der achten Baustufe über. Bei den großen Teilen bin ich mir nach wie vor nie so richtig sicher, ob die wirklich über sind. Ich behalte das mal im Auge. Was ich allerdings immer mal wieder machen musste, ich musste tatsächlich das ein oder andere Mal von den Steinen, die bisher über waren, was benutzen. Das Ding haben wir gebaut. So. Und dazu muss ich sagen, insgesamt ist das ein sehr massiver Klotz. Und wer die wildesten Bautechniken mag, der ist damit richtig bedient. Ich glaube, das gibt nicht eine Bautechnik, die in dem Ding nicht auch ausprobiert wurde. Das geht links und rechts und über Eck und reingenupselt und also nicht mal ansatzweise würde mir sowas einfallen, solche Bautechniken zu machen. Genial. Ja, dann machen wir mal weiter. So soll es nachher aussehen, nach der 9. Stufe. So, das gute Stück ist Baustufe 8, 9 und das muss ich jetzt da oben rein zirkeln. Mal sehen, wie gut das gelingt. Das steckt nachher auf diesen beiden Pnüpseln. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, was passiert. Also, dieses Riesending muss in die Mitte reingefrickelt werden. Das Blöde ist natürlich, dass rundherum schon Dinge sind. Und jetzt ist es bei mir drin, aber es ist nicht so, wie es soll. Das heißt, ich habe an einigen Stellen Fehler. Das sieht nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Hier ist auch was nicht ganz richtig. Hier ist mir irgendwas runtergefallen. Und nichtsdestotrotz lasse ich das so, wie es ist. Weil das ist eine wahnsinnige Gefrickelerei, da reinzukriegen. Es ist ein schönes Modell. Aber Abzüge in der B-Note. So. Nun muss der Michael mal tief durchschnaufen. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen Stein reinsetzen. Und das ist das Ergebnis davon. Ich kann wieder neu anfangen, alles zusammenzubauen. Was für ein Spaß. Mann, 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 Mann. Das ist aber auch eine Konstruktion. Gut, hilft ja nichts. An dieser Stelle mache ich erstmal Pause. Fahre erstmal schön gemütlich in Urlaub. Und dann mache ich wieder ganz in Ruhe weiter.